Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Platin, der Randomizer Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge haben wir so ein wunderbares, tolles, neues Ei bekommen und danach habe ich versucht, im Untergrund ein Fossil zu finden. Ich bin fündig geworden, aber nicht nach einem Fossil. Ich habe Gelbstücke gefunden, ich habe Grünstücke gefunden, sogar vier Stück. Ich habe eine Furchttafel gefunden, glaube ich zumindest, drei Herzschuppen. Eine Blitztafel, zwei Popostücke, ein Ewigstein, Wiesentafel, Granitstein und zwei Donnersteine. Darauf bin ich besonders stolz. Aber das war alles. Ich habe den kompletten Untergrund durchsucht und ich habe leider kein Fossil gefunden. Und wie ich dann gemerkt habe, von der Häufigkeit her sind die Fossile in Platin sogar selten, während sie in Diamant und Perl häufig sind. Was mich so komplett aufregt. Warum habe ich Platin gewählt? Ich weiß es auch nicht. Nun gut. Weiter geht's hier. Können wir hier rein? Das wäre irgendwie... Nee, schade. Wäre irgendwie geil gewesen. Aber nein, das funktioniert leider nicht. Moment, wo will ich eigentlich lang? Wir schnappen uns jetzt unser sickes Bike und fahren jetzt mal eiskalt auf dem Fahrradweg. Und währenddessen probieren wir nochmal kurz was aus. Einen Moment. Ich hab da mal was vorbereitet. Denn das Mikrofon funktioniert jetzt nämlich. Ich habe das so eingestellt. Und jetzt habe ich da was richtig Geiles, was wir da mal so reinmachen werden. Obwohl, ich glaube, vom Ton her reicht das. Zack. Pokémon. Denn wir haben ja geschwätzt beim netten Damian. Ich bin jetzt sowas von gespannt. Ich will mir das jetzt ansehen. Kämpf gegen mich. Oh. Heiratfahren oder Pokémon? Was? Dicker, Pokémon natürlich. Ist das für eine Frage? Visor. Na, Visor, willst du auch die neue Attacke mal sehen, die wir können? Es hat nicht funktioniert. Warum nicht? Du bist behindert. Schluss, Damian. Ach Mann, das ist kacke. So, jetzt mache ich mal Sound wieder aus, ey. Sonst krieg ich 1000 Nachrichten. Nee, das geht ja mal gar nicht. Ich bin hier Fame, genau während ich aufnehmen will. What? Ach, das war der behinderte Radweg. Man muss gar nicht geradeaus fahren. Natürlich, habe ich ja ganz vergessen. Warum eigentlich? Macht das irgendeinen Sinn? Nein. Ja. Nigga, what? Hi, Regieis. Oder Regieis. Ich sage Regieis dazu. Ich will nichts riskieren. Außer das Ding hat jetzt eises Kälte oder so, dann ciao, ne? Leute, Feuer. Alter! Dicker, was ist das für ein Ding? Zerschneider. Komm, das reicht jetzt aus. Danke. Holy moly. Holy macaroni. Okay. Haben wir gegen dich? Ja? Haben wir? Nein. Haben wir nicht. Guten Tag, Radfahrer. Klingeling, du da, Vorsicht, oder wollt... Nigga, what? Extra wegen dir bin ich angehalten. Normalerweise würde ich jetzt so seitlich vom Fahrrad fallen, wenn das so gehen würde, wenn das so eine Böschungssteigung wäre. Und irgendwie sind die Gegner gerade nicht so doll, außer Regieis jetzt gerade, aber... Ich will nichts sagen. Nicht, dass gleich noch das Gewisse passiert. Okay, es ist nicht passiert. Ach ja, und wir haben übrigens einen EP-Teiler bekommen. Habe ich ganz vergessen, euch zu sagen. Weil ich dachte mir schon mal so, vielleicht, weil ich habe da in dem Gebiet, wo wir jetzt gerade drin sind, habe ich beim Forschersack was gesehen. Oh, da sind ja 5 Milliarden leuchtende Sterne. Da muss bestimmt irgendwas Gutes sein. Nee, aber war dann leider ein Radweg gewesen. Und deswegen dachte ich mir so, nö, du hast da jetzt keinen Bock drauf. Erstmal den Radweg wollte ich mit euch machen. Ich wollte es mit euch teilen. Und jetzt soll Runic auch mal ein bisschen trainieren. Aber Feuerodem the fuck. Seit wann kann Tauros Feuerodem? Dreifach-Kick. Hey, man. Can't you just stop? Okay. Damian. Runic. Schlappohr. Das war in der Edition. Natürlich kämpfe ich da weiter. Es war in der Edition nämlich nur normal und noch nicht Kampf. Weshalb Nahkampf? Okay, dann nicht. Dann halt nicht so, ich kann eh nicht mehr vergiftet werden, das ist das Gute. Nahkampf, zack, boom, down, Schlappohr ist weg. Schlappohr. Ich finde Mega Schlappohr noch nicht mal so toll.
gar nicht mal so gut, aber Porygon ist geil. Und jetzt nochmal. Und easy peasy. Das Ding kann Finalschlag. Aura-Sphäre. Ah ja, ist das geil. Mal sehen, was vergessen wir? Psi-Welle. Nee, das wollte ich eigentlich behalten. Nahkampf. Ist auch noch wichtig. Dreischlag. 10. 20. War zwar hilfreich, aber Aura-Sphäre ist nochmal was anderes. Das kann eigentlich nur Lucario. Oder kann das nur Lucario? Da bin ich mir unsicher. Aber ich setze jetzt Runic erstmal nicht mehr ein, vorsichtshalber, ne? Und gleich erstmal so Trank. Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen. Ah, Azumarill. Azumarill, wie ich jetzt bei Pokémon gelernt habe. Im Anime. Da heißt es nicht Azumarill, sondern es heißt auch nicht Merrill, sondern es heißt Marill. Das hört sich komplett scheiße an. Wer hat sich das ausgedacht? Ich meine, wir sprechen es ja alle so aus, wie wir möchten. Zum Beispiel Glutexo, Glurak, das ist okay, da weiß jeder, wie man es spricht. Aber was war noch gewesen? Nicht Igelava, sondern Igelavar. Dicker, ich habe Betonung irgendwann in der Grundschule gelernt und ich sag nicht Lava, sondern Lava. Ich meine, okay, da ist noch ein R hinten. Aber muss man das jetzt so betonen? Dicker, weiterkämpfen. Das macht so null Sinn, meine ich. Und warum habe ich gerade Strauch eingesetzt? Das Dicker wiegt nichts. Okay, du weißt nicht, was unter der Erde ist, aber der Mythos von dem Dicker unter der Erde. Habt ihr eine Idee, was Dicker eigentlich ist? Ist es eine Krautrübe oder ist es irgendwas anderes? Dann schreibt es in die Kommentare und ich will erstmal gegen dich kämpfen. Und warum reagiert er erst, wenn ich einen Meter vor ihm bin? Kann er nicht schon ein bisschen weiter oben reagieren? Ein Glanz, keines bisschen, genau. Ja, wunderbar. Falls euch etwas mehr Rauschen hört, bei mir ist gerade so ein fetter Sturm draußen. Hashtag Berlin Power Sturmtief Niklas. Ja, ich denke mir so, nice, das läuft ja heute mal richtig. Erstmal gegenüber von mir ist ein Baum, erstmal so umgekippt so. Du guckst aus dem Fenster, auf einmal so, weiß ich wie hoch das war auf jeden Fall höher als das Haus, was davor stand. Der kippt erstmal so in Richtung, also zum Glück nicht in Richtung Haus, aber erstmal so. Und ich denke mir nur so, you what, nigga? Man stelle sich vor, man hätte da gerade geparkt. Ich habe zum Glück gerade ein bisschen weiter weg geparkt, aber ja, ist bei euch irgendwas Kurioses beim Sturm passiert? Wäre mal interessant zu wissen, weil bisher ist das so das Kurioseste, was ich hier überhaupt erlebt habe in der Nähe. Also okay, außer, hallo, kann ich nicht auch gegen euch beide kämpfen? Dann halt nicht, dann wird es halt kein Doppelkampf wäre jetzt eh nicht so meins gewesen. Vor allen Dingen wegen Runjixan. Hudut! Kann es sein, dass die voll auf Flug-Pokémon getrimmt sind? Und wenn, dann soll es mir egal sein. Schutzschild ist mir wiederum nicht egal. Was macht Schutzschild? Es zieht alles nur um eine Sekunde heraus. Gehen aus. Also, ich meine, okay, Schutzschild würde etwas mehr bringen, wie ich jetzt in Competitive gelernt habe. Wenn, aber auch nur wenn, man da irgendwas vorher eingesetzt hat wie Gift oder sowas, wie Säure, schwere Vergiftung. Oh, Moment. Das war gerade dumm eigentlich, egal. Hoffen wir einfach, dass das Ding nichts Gutes kann. Okay, wir wechseln aus. Das war jetzt zwar nicht sehr viel getroffen oder so, aber wir wechseln trotzdem aus. Damian, du hältst das alles am besten durch. Lebensschuss macht dir gar nichts. Das macht mir gar nichts. Zeitenlärm. Wisst ihr, wie ich gerade einen Schock bekomme? Nee, das kann eigentlich nur Dialga. Was ist dein Problem, ey? Mir hätte vorher in Sinn kommen müssen, dass Kaumalat eigentlich Bode-Drache ist. Das Bode. Nicht, ne? Ihr wisst, was ich meine. Bodendrache. Deswegen ist es ja normal effektiv und nicht nur halb-halb. Halb und halb Semmel. Irgendwie habe ich gerade wieder Lust auf Weihnachtsessen. Oh, ein Gekabor. Das ist aber ein ganz schlechter Zeitpunkt für dich, Damian, weil wenn das Ding dann irgendwas wie, keine Ahnung, irgendeine krasse Pflanzenattacke kann, dann gute Nacht, ne? K.O.H., du hattest ja auch Flambo verlernt, wie ich mich daran erinnern kann. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, sind wir am Arsch. Feuerfeger, wenn man, umso besser. Das war mein Gekabo gewesen. Jetzt ist es nur noch ein Haufen verbrannter Asche, der zusammengetreten wurde. Zack. Und ja, danke. Ich wollte gerade sagen, ich will auch gerne noch rein. So.
Wenn du weißt, wie man die Gänge wechselt, kommst du überall hin. Ja. No shit. Aber... Ich kann die Fahne zwar nicht an mein Fahrrad machen, aber danke. Ich komme zu einer unlogischen Sache nach der anderen. Neues Pokémon! Besser als nichts. Das war jetzt mal der Klecks gewesen, aber der hat ja schon ein wunderbares Pokémon. Und deswegen habe ich mir hier ganz tolle neue Namen aufgeschrieben, die unbedingt ein Pokémon werden. Und ich weiß nicht, soll Keifel der oder diejenige werden? Es wird auf jeden Fall, wenn wir es fangen. Ich will noch nichts sagen. Noch ist nichts gemacht, ne? Ja. Verbrennung, würde ich mal sagen. Ach, Eisstrahl. Was willst du machen? Ehrlich, bitte. Ich mach das kurz nochmal. Ach, ist daneben gegangen. Aber was? Was? Das hat gerade null Sinn gemacht. Warum sollte Keifel... Och, komm schon. Wie soll ich denn das Ding jetzt fangen? Taumeltanz habe ich auch nicht mehr. Das kann Fruity eigentlich alles. Ha. Ja gut. Habe ich gesagt, dass wir overpowered sind? Ja gut, das habe ich. Aber hier überleben wir erstmal noch lang. Pokémon. Pliss. Pokémon Pliss. Too easy. Es wird Karate Nutella. Wunderbar. Karate. Hoffentlich passt der Name komplett hin. Nut. Wo ist die Nuss? Da. Ella. Keine Ahnung, warum das... Nein, der Name passt nicht hin. Karate-Nutte. Ich hoffe, du bist damit zufrieden. Ich glaube, ich mach das eh weg. Karate-Nut. Das ist besser. Sorry, though. Okay. Ich bin ja eh schon gespannt, wann unser Eichchen schlüpft. Ach komm hier, Trainer. Wie komisch, angeblich gibt es zwei Höhlen. Vielleicht findest du nur einen Eingang, weil du komplett behindert bist, wenn hier unten drunter noch einer ist, den man nur nicht sieht. Oder ich bin komplett behindert. Ja, ich weiß, dass hier zwei Höhlen geben soll, aber... Ach so, ist ja noch gar nicht zu Ende. Okay, ich will jetzt auch nicht gegen den Typen kämpfen. Danke, und jetzt aber. Oder immer noch nicht. Halt, stopp. Das war die eine Höhle. Und hier müsste jetzt die zweite sein. Jawohl! Bizarre Höhle. Und ich habe gehört, wir dürfen uns auch ein Pokémon fangen. Achso, ich hätte auch einfach den ganz normalen Knopf drücken können. Egal. Wir gehen mal ins Untergeschoss. Jetzt brauchen wir unser Fahr... Nein, ein Pokémon. Jetzt schon das zweite Pokémon. Nein! Okay, schade. Schade, scheiße, wie kann das passieren? Wow, wir gegen sowas verlieren. Das war mein Trick! Sag mir nicht, das Ding kann nur Pilzspore. Ne, okay, Rasierblatt. Alles ist gut. Irrlicht, bitte. Jetzt! Wach auf! Drei Stunden später. Irrlicht! Los! Das war ein Volltreffer? Egal. Wachen Sie bitte jetzt auf! Es schläft nicht mehr! Und jetzt bitte, Irrlicht! Dankeschön! So, ich glaube, das reicht jetzt auch mal langsam. Danke. Beutel. KP-Abherholung. Danke. Lass mal aufhören hier. Haben wir noch irgendwas, was das Ding schwächen kann, ohne dass wir ihm allzu großen Schaden hinzufügen? Das hat sich, glaube ich, somit erledigt. Wir versuchen es einfach mal mit Knochenharz. Sollte auch nicht sehr viel machen. Oh, Kacke, bleib drin. Bleib fucking nochmal drin.
Oh. Meine Fresse, ich denke mir so gerade, oh Mann, das war aber gut geschwächt. Doch nicht. Spitzname, aber natürlich, das wird nämlich der letzte Spitzname dieser Folge, den wir geben werden. Der gute Brumpel ist es geworden. Für dich gegrüßt, mein Freund. Er ist ein Abonnent, der über Steam zuschaut. Nicht über Steam zuschaut, den ich über Steam kenne und deswegen zuschaut. Deswegen, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüden!